Und das ist die Frage, ob es uns gelingt, diejenigen, die kein Bleiberecht haben, die juristischen, die legalen Wege von Genehmigung des Asyl oder Antrags auf Schutz plus vielleicht auch noch die gerichtlichen Möglichkeiten genutzt haben und wo nach einem rechtsstaatlichen Prozess, wie er auf der Welt auch seinesgleichen sucht, das sage ich ganz stolz zu Deutschland, kein Aufenthaltsrecht bei uns haben, diejenigen müssen wir auch wieder zurückführen. Auch das gehört dazu. Wir brauchen jedenfalls eine nationale Kraftanstrengung zur Rückführung derer, die abgelehnt wurden. Das ist unstrittig und an der arbeiten wir im Augenblick mit großem Nachdruck.